So, dann. Liebe Zuschauer, wir sind immer noch auf der IFA 2022 und wir sind noch nicht fertig mit unserem Rundgang und jetzt sind wir wieder an einem Stand, wo Sie sagen, genau das wäre es für mich, und zwar Displays. Ja, da werden Sie sagen, was ist das denn? Ist Ihnen schon mal ein Handy runtergefallen, das hat gemacht, klatscht, Gläschen war kaputt oder man hat es verkratzt oder. Und genau das macht die Firma hier. Wenn Sie sagen, ein Display, oh, wie kann ich das machen? Dann können Sie es hier sehen, wie es gemacht wird. Man macht es Ihnen auch sofort. Und Correct. Bei mir ist Andreas Meyer. Andreas, wir haben mit deinem lieben Kollegen und Chef, wie auch immer, vor 3 Jahren schon mal darüber gesprochen, weil das sensationell war. Also die Leute standen ja auch jetzt wie heute hier in der Halle in der 20-Meter-Schlange und haben gewartet bisher. Kann ich denn das auch, wenn ich jetzt euch anrufe und sage, oh, mein Display und so, dann sagst du, ja, was hast du für ein iPhone, ich schick's dir. Kann man das auch selber machen oder müsst ihr das hier machen? Nein, das kann man definitiv auch selber machen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite hervorragende Produkte haben mit einem sehr harten Glas und die genau aufs Gerät abgestimmt sind. Machen wir auch übrigens in München. Also wir sind eine deutsche Firma mit Sitz in München, haben Entwickler dort sitzen. Aber das, was die zweite Komponente ist in unserem Produkt, ist, wir liefern mit jedem Produkt einen Montagerahmen aus. Das heißt, der ist in jeder Packung enthalten und damit kann es jeder Verbraucher kinderleicht also sein Schutzglas aufbringen. Es ist nicht schief, es sind keine Blasen drunter. Genau das, was die Ängste und Befürchtungen von Verbrauchern sind, können wir da wirklich hervorragend nehmen. Genau, das ist ja, weil ich nämlich gerade eben sage, ich meine, oh, jetzt habe ich hier das Ding und dann wird es schief und dann genau. so weiter. Ganz genau. Kann ich denn auch, wenn ich, sagen wir mal, so mich wirklich verklebt haben sollte, was ja nicht geht durch den Rahmen, genau, wieder runternehmen? Also mit unserem Glas geht das. Man kann also wirklich das Glas auch nochmal anlupfen mit dem Nagel oder mit einem Cutter, kann es nochmal aufbringen. Wir haben so eine kräftige Klebstoffauftrag auf unseren Gläsern, dass man das also definitiv machen kann. Man sollte aber eins machen, vorher nochmal die Scheibe schön ganz sauber wichtig, machen. Ne? Ganz wichtig. Genau, mit Citrullin oder mit... Liefern wir alles mit, ist alles in der Packung drin. Also da ist eine Feuchtreinigung drin, ein Mikrofasertuch ist drin und ganz wichtig, wir haben ja sehr viel Staub hier in den Räumen, dass man immer auch, wir haben einen Dust Remover, einen Staubentferner, dass man den auch wirklich nutzt und dann die Oberfläche schön reinigt, weil Staub und Schutzglas keine gute Idee und deswegen liefern wir alles mit dem Montagerahmen, Glas ist eigentlich so ein... Ihr habt jetzt, sagen wir mal, alle Produkte, die im Moment gängig auf dem Markt sind? Ja, die meisten. Die Exoten, ganz ehrlich, können wir nicht abdecken, weil sonst wäre unser Portfolio einfach wahnsinnig groß. Aber von Samsung und Apple und Xiaomi decken wir also, ich würde sagen, zwischen 90% und 100% ab. Wenn ich jetzt ein Handy habe, das sagen wir mal so 5-6 Jahre alt ist, bei Frauen ist das irgendwo, wann soll ich mir ein neues Handy? Meinen Sie so schön im Musee und weiß ich was? Aber da könnte man auch dann nachfragen, können Sie sagen, habt ihr noch oder wird es gehen? Wir in München, in Neuried, haben tatsächlich häufig nochmal auch alte Modelle verfügbar. Wir verkaufen eigentlich nicht direkt in den Handel. Ob man das dann noch findet, ist tatsächlich schwierig, weil der Handel sich natürlich auch auf die neuen Modelle konzentriert und da halt dann wirklich auch guckt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie komme ich an euch her? Muss ich euch eine E-Mail, ihr schickt es dann direkt oder sagst du, nee? Wir vertreiben ausschließlich über den Handel, haben auch keinen Online-Shop, sondern wir haben eine Webseite, wo wir Verbraucher informieren und dann auch an Kunden von uns weiterleiten, wo man dann kaufen kann. Ansonsten sind wir überwiegend im stationären Fachhandel vertreten oder dann natürlich auch über unsere Partner. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Hama zusammen, mit der Telekom zusammen, mit Freenet zusammen. Also wir haben sehr viele Partner, die eben genau unsere Produkte unter ihrem eigenen Namen vermarkten. Kann man gerne bei der Webseite waren, wie komme ich da drauf, wie heißt sie? www.displex.com. Mit einem ganz einfachen Produktfinder auch, weil das ist ja immer der Startpunkt, das Gerät. Und dann findet man genau die richtige Auswahl, die man braucht. Andreas, dann würde ich sagen, also toi toi toi, weiter. Dankeschön. Und ich bin sicher, übermorgen stehen Sie im Laden und sagen, vielleicht auch ein bisschen geplatzt, könnte ich mein neues Glas haben. Und genau. Haben Sie Ruhe. Das Glas ist super, weil wir haben damals, vor 3 Jahren, als wir auf der letzten IFA waren, haben wir nämlich 2 Handys machen lassen. Okay. Und das hat wunderbar funktioniert. Die Gläser sind noch ganz, aber das Handy ist kaputt.